Folge 14, der Himbeerkuchen. Hallo Tina, alles okay bei euch? Ja, bei uns ist alles in bester Ordnung. Und bei euch? Ja, es ist schön, mal ein bisschen auszuspannen. Das Essen schmeckt auch gut. Aber ich vermisse euch und den Martinshof und würde auch gerne mal wieder unseren leckeren Himbeerkuchen essen. Weißt du was, Mutti? Wir backen euch den Himbeerkuchen. Wenn ihr heute Nachmittag wieder bei uns seid, dann essen wir ihn zusammen. Das ist ja toll. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Backen. Bis heute Nachmittag. Danke, wir werden bestimmt viel Spaß haben. Tschüss! Holger, Marie, kommt mal bitte! Was gibt's denn? Mutti hat gesagt, dass sie unser Essen vermisst. Und da hat sie den Himbeerkuchen erwähnt. Da habe ich mir gedacht, dass wir den Kuchen für die zwei backen, damit wir ihnen eine Freude machen. Das wird toll. Meinst du den Kuchen, den wir schon mal bei euch gegessen haben? Ja, genau, den meine ich. Das Rezept gibt's im Internet. Soll ich es mal eben ausdrucken gehen? Gut, dann schauen wir mal, was wir brauchen und ich gehe dann schnell einkaufen. In der Zeit, wo du einkaufen bist, bereiten wir schon mal alles vor. So machen wir das. Bis gleich. Da oben. Drucken, gleich fertig. So, da bin ich. Dann gehen wir noch mal kurz die Zutatenliste durch. Wir schreiben alles, was wir brauchen, hier auf. Himbeeren, Mehl. Dann kommen Zucker, Vanillezucker und Backpulver. Dann gehe ich schnell einkaufen und treffe euch dann in der Küche. Bis später. Es ist schön hier. Ja, soll ich dir die Schultern mit Sonnencreme einreiben? Ja, bitte. Ach, schön, danke. Wir brauchen eine Schüssel, einen Schneebesen und ein Backblech. Am besten stellen wir die ganzen Sachen auf den Tisch, dann haben wir nachher hier mehr Platz zum Backen. Gut, ich hole den Schneebesen. Das Rezept? So, fertig. Da kommt Holger ja auch schon. Hier, ich habe alles mitgebracht. Ich gehe dann mal, ihr schafft das schon. Danke, dann können wir gleich loslegen. Zuerst soll man Eier, Butter und Milch in die Schüssel geben. Wie viele Eier brauchen wir denn? 3 Eier, 250 Gramm Butter und 200 Milliliter Milch. Oh, Minka, nein! Man kann jetzt das Rezept nicht mehr lesen. Oh, nein, alles ausgekippt. Dann müssen wir noch mal von vorne anfangen. Wir haben die Zutaten nicht ein zweites Mal. Dann muss Holger noch mal einkaufen. Oh. Holger, wir brauchen noch mal ein paar Zutaten. Warum denn? Habe ich was vergessen? Nein, du hattest schon alles gekauft, nur leider hat Minka die Schüssel umgekippt. Und wir brauchen neue Milch und Butter. Die Eier holen wir noch von den Hühnern. Okay, dann gehe ich halt nochmal. Die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ich gehe nochmal das Rezept ausdrucken. Da oben, also nochmal drucken. Okay. So, da bin ich wieder. Hier. Danke. Jetzt müssten wir ja alles haben. Minka, du gehst jetzt lieber raus aus der Küche. Wir wollen in Ruhe Kuchen backen. Hoffentlich klappt jetzt alles. Ist die Schüssel schon abgewaschen? Ja, da ist sie. Tina, das ist doch Sahne und nicht Milch. Oh nein, dann hat Holger beim Einkaufen wohl die falsche Packung gegriffen. Holger, du musst nochmal einkaufen. Was ist denn jetzt schon wieder? Du hast Sahne statt Milch gekauft. Sahne, Milch ist doch eigentlich dasselbe. Benutz doch einfach die Sahne statt der Milch. Das ist doch nicht das Gleiche, sonst wird der Kuchen nichts. Du musst wirklich nochmal los. Na gut, dann sage ich Pascal eben zum dritten Mal. Diesmal ist es aber wirklich Milch. Noch einmal gehe ich nämlich nicht. Die Verkäuferin meinte schon zu mir, man braucht unmöglich so viel Milch für nur einen Kuchen. Ja, das war bestimmt das letzte Mal, dass du heute los musst.
Ich habe gleich zweimal Milch gekauft, falls noch irgendetwas schief geht. Jetzt darf aber wirklich nichts mehr schief gehen. Wir müssen das doch noch alles rechtzeitig backen. So, dritter Versuch. Mehl und Backpulver muss da jetzt rein und dann umrühren. Wow. Ups. Nicht schlimm, wir haben ja noch mehr Mehl. Jetzt müssen wir nur noch umrühren, dann ist der Teig fertig und kann in den Ofen. Genau, und in der Zeit, wo der Kuchen im Ofen ist, müssen wir die Stelle ausmisten und hier putzen. Der Teig ist viel zu flüssig. Woran kann das denn liegen? Der Kuchen ist irgendwie viel anstrengender, als ich dachte. Allerdings, da muss noch ein bisschen Mehl rein. Das war wohl ein bisschen zu viel Mehl. Na dann Milch, das gleicht sich schon wieder aus. Was kommt danach? Tina, pass auf, du schüttelst daneben. Was? Oh nein, na zum Glück hat Holger zweimal Milch gekauft, dann können wir die andere noch benutzen. Was steht hier? Den Teig in die Form füllen und für 20 Minuten backen. Okay. Hier ist die Form. Jetzt müssen wir den Teig umrühren und reinkippen. So, ab in den Ofen. Wir müssen aber öfter nach dem Kuchen gucken, nicht dass er uns noch anbrennt. 20 Minuten? Ja, das war letztens echt zu komisch. Er hat ihn einfach vom Pferd geschmissen. Weißt du noch, die Voltigierkünstler beim Sommerreitturnier? Voll toll! Ja, das sah echt schön aus letztes Mal. Das war so gut und ihr habt gewonnen. Irgendwie riecht's hier verkohlt. Oh nein, der Kuchen! Tina, Marie, der Kuchen! Oh nein, den haben wir ganz vergessen. Und ich habe extra gesagt, wir sollen nach ihm gucken. Hoffentlich ist er noch zu retten. Oh nein, der ist hinüber. Vollkommen, total verkohlt. Ach, das ist echt lieb von den Kindern, dass sie für uns backen. Ja, ich freue mich schon auf den Himbeerkuchen. Der schmeckt bestimmt lecker. So, jetzt aber schnell zum Flughafen. Was machen wir denn jetzt? Nochmal backen geht nicht. Dazu ist viel, viel zu wenig Zeit. Und ehrlich gesagt habe ich auch überhaupt keine Lust mehr. Okay, passt auf. Eigentlich wollte ich ja auch nicht nochmal los. Aber dann gehe ich eben schnell einen Kuchen bei Katharina kaufen. Etwas anderes bleibt uns gar nicht übrig. Pascal wird heute ganz schön bewegt. Ja, hoffen wir mal, dass es das letzte Mal ist. Das hast du mir schon beim letzten Mal gesagt. Erstmal lüften. Im Endeffekt ist der Kuchen ja doch nichts geworden. Hallo Holger, na, was darf's denn sein? Ich möchte bitte den Himbeerkuchen. Die sind heiß begehrt, sind gerade noch zwei da. Wir haben nämlich schon dreimal versucht, ihn selber zu backen, aber es ist immer nichts geworden. Zum Schluss ist er angebrannt. Auweia, das tut mir aber leid. Mutti und ihre Freundin sind gleich aus dem Urlaub zurück. Na dann nimm den Kuchen schnell mit, bevor sie kommen. Das tue ich. Wie viel macht das? Da bin ich. Hier ist der Kuchen. Hilfe, Amadeus! Nein, nicht! Oh nein, das war der Kuchen. Ich glaube, der Himbeerkuchen mag uns einfach nicht. Hatte Katharina denn noch einen? Ja, sie hatte noch einen einzigen. Oh nein, mein Kuchen! Wie bitte? Ich brauche diesen Kuchen, unbedingt. Schauen Sie mal, wollen Sie nicht lieber diesen Schokoladenkuchen? Meine Frau hat mich doch nach dem Himbeerkuchen geschickt. Aber ich weiß, dass Ihre Frau den Schokoladenkuchen auch sehr gerne isst. Überraschen Sie Ihre Frau doch einfach. Bitte, ich brauche diesen Kuchen. Na gut, anscheinend brauchen Sie diesen Kuchen ja ziemlich dringend. Zum Glück, danke. Ich habe ja schon bezahlt. Tschüss. Ist denn wieder was passiert?
Ja, Amadeus ist gestiegen und dann ist mir der Kuchen aus der Hand gefallen. Na, dann nimm ihn. Hier. Hat ja gerade noch mal geklappt. Ach, lass mal. Ihr könnt ja nichts dafür. Danke. Grüß alle von mir und bring den Kuchen heil nach Hause, denn noch einen habe ich nicht. Das mache ich. Schnell, Holger, sie kommen schon. Jetzt ist der aufwendige Kuchen endlich fertig. Ach, geschafft. Hallo, Kinder. Den Kuchen habt ihr ja toll hinbekommen. Der sieht hier aus wie gekauft. Ja.